And you don't look so good. Ah, baby, money lately, Stunde muss kommen. Yo, hey Leute, und was geht? Euer Sirian ist back am Start zu einem weiteren Commentary. Im Hintergrund seht ihr erstmal The Evil Within. Jetzt fragen sich ganz viele Menschen, oh mein Gott, ich weiß schon, der ist direkt, Leute. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, oh mein Gott, was ist los, warum kein Call of Duty im Hintergrund? Und ich gebe euch einfach mal die Antwort darauf. Ich bin richtig, richtig enttäuscht von Call of Duty, das wisst ihr ja bereits schon. Aber, letzter Zeit, es geht einfach durch mich durch, es zerstört mich einfach, es geht in mich rein. Ja, es zerstört mich von innen, einfach dieses Spiel, meine Nerven, Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, das ist richtig unfassbar. Dieses Video wird jetzt auf jeden Fall mal ein ernsteres Video werden, da ich wirklich auch über, also Advanced Warfare, Call of Duty generell, ist jetzt bei mir vorbei, Leute. Das heißt jetzt nicht, ich werde kein Call of Duty mehr hochladen. Und zwar, das heißt, dass ich erst wieder Call of Duty hochlade, wahrscheinlich, wenn Black Ops 3 draußen ist. Oder ich habe mal Glück in Black Ops 2 und reiße mal eine richtig geile Runde, wo ich sage, okay, Leute, die kann ich doch echt mal zum Kommentieren nehmen. Und die würde ich dann auch vielleicht eventuell hochladen. Werde ich nicht so eine Runde kriegen, werdet ihr von mir kein Call of Duty mehr in Zukunft sehen. Nur noch dann, wenn Black Ops 3 draußen ist, denn es macht mir einfach keinen Spaß mehr, Leute. Ich komme von der Arbeit, ich quäle mich einfach damit, dass ich jetzt Call of Duty spielen muss. Ich muss jetzt ein Gameplay erspielen. Ja, auf Drang, auf Druck muss ich jetzt ein Gameplay erspielen, weil ich das für YouTube brauche. Und so war das nicht geplant, YouTube zu machen. Ich mache YouTube aus Spaß und ich spiele auch die Spiele, die mir wirklich Spaß machen, Leute. Und wenn ich euch sage, dass mir dieses Spiel zurzeit keinen Spaß macht, dann müsst ihr es einfach akzeptieren, wenn ich das auch nicht irgendwie als Hintergrund-Gameplay nehme. Es ist wirklich, es kommt zwar hart rüber, aber dieses Spiel, es zerstört Menschen. Ich sehe immer mehr Leute, die sich da so zerbeißen an diesem Spiel, weil die ein Gameplay haben wollen. Es gibt viele YouTuber, die aufgehört haben, auch wenn die richtig gut sind. Es gibt YouTuber, die wirklich 3.000, 4.000, 5.000 Abonnenten hatten und die trotzdem mit YouTube aufgehört haben, weil sie es nicht mehr geschafft haben, Call of Duty Gameplays hochzuladen. Und weil die Abonnenten, die haben ja auch darauf bestanden, dass Call of Duty kommt. Und wenn die halt kein Call of Duty hochgeladen haben, haben die Abonnenten natürlich scheiß Kommentare geschrieben oder den YouTuber sogar vielleicht sogar auch verlassen, ja, einfach entabonniert. Und das finde ich auch richtig traurig, Leute. Ich hoffe, das wird nicht mit meinem Kanal passieren. Ich hoffe, ihr werdet mich jetzt nicht deabonnieren, nur weil ich jetzt mal kein Call of Duty im Hintergrund habe. Wie schon gesagt, wenn Black Ops 3 draußen ist, werde ich auf jeden Fall wieder was hochladen. Das habe ich ja schon geplant gehabt mit einem Vanox. Doch dieses Spiel momentan, ich kann es einfach nicht spielen. Ich kann es nicht mehr sehen, Leute. Ich habe jetzt seit 4-5 Tagen versuche ich wirklich ein Gameplay zu erspielen. Ich gebe es zu, ihr wisst ja, ich bin nicht einer der besten Spieler. Ich bin so mittelguter Spieler, sagen wir es mal so. Und ich habe nicht eine einzige Runde gehabt, Leute, die mal wirklich richtig gut lief. Es gab zwar, doch, obwohl, eine Runde hatte ich gehabt, Leute, da hatte ich dreimal einen Hundeschwarm gehabt und hatte ich auch irgendwas mit 90 Kills am Ende gehabt, aber es ist einfach das, was ich nochmal erwähnen wollte, die Leute heutzutage in Call of Duty gönnen einem nichts mehr, gar nichts mehr, sie werden nicht dich supporten, im Gegenteil, sie werden sogar das Spiel verlassen, wenn du zum Beispiel kurz vor einer Nuke stehst, ja, wenn du zum Beispiel 28-0 hast, dann verlassen die gegnerischen Spieler alle die Lobby, damit du echt deine Nuklear nicht erreichst, sie gönnen es einem nicht mehr. Wenn man einen Tarnheli hat und ihn raushaut, wird er sofort vom Himmel gegeiert. Ja, die Leute spielen nur noch mit Taktikeinstieg oder mit Schrotflinten, sitzen in den Ecken und machen das Leben des anderen Spielers zur Hölle. Ja, es ist einfach, es macht keinen Spaß mehr, wenn man wirklich, keine Ahnung, Hundestaffel und alle anderen richtig guten Streaks hat, ja, und dann auf einmal ist Host Migration und das ganze Spiel bricht ab. Leute, was ist denn mit euch los, Mann? Warum gönnt ihr es einfach nicht den anderen Spielern wirklich mal diesen Spaß? Weißt du, die erschwitzen sich ja das. Sie erspielen sich jetzt, sie haben es ja verdient. Wisst ihr, sie haben es sich ja selber verdient. Deswegen finde ich auch, dass sie es verdient haben, dass sie auch diese Streaks raushauen. Aber nein, ihr geht einfach raus und das finde ich einfach nicht mehr schön. Leute, das sind einfach Gründe, deshalb werde ich einfach kein Call of Duty mehr hochladen. Es ist vorbei, bis Call of Duty Black Ops 3 draußen ist. Ich habe jetzt die letzten 3 Tage 2 Controller zerstört, einen Bildschirm und habe ein Loch in meinen Tisch reingeschlagen. Ja, ich finde, naja, auch so eine Art Reviermarkierung, wie schon im letzten Video genannt, mit dem Röpsen. Da hat sich ja einer drüber sehr amüsiert gehabt. Grüß erstmal an dich, Diggi. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das war. Mir fällt es jetzt nicht mehr ein. Auf jeden Fall, Grüße nochmal an dich. Auf Instagram habt ihr ja die Bilder gesehen, die ich hochgeladen habe, über die zerstörten Gegenstände. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video trotzdem gefallen. Es war ein ernstes Video. Mal diesmal nicht so lustig, denn ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach richtig traurig. Demnächst werden wieder ein paar Vlogs rauskommen. Und auch, wenn ihr Glück habt, vielleicht nochmal ein Black Ops 2 Gameplay. Ich muss mal schauen, ob ich vielleicht noch irgendwo im Ordner eins habe, welches ich erspielt hatte. Oder halt auch nicht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Trotz all den Umständen. Und The Evil Within ist ein richtig geiles Spiel. Ich kann es euch auf jeden Fall nur empfehlen. Ist zwar schon ein bisschen älter. 2014 kam es raus. Doch trotzdem finde ich dieses Spiel richtig nice. Ihr habt jetzt im Hintergrund gesehen, wie ich so 2 riesengroße Zombies da getötet habe. Oder was auch immer das sein mag.
Und ja, Leute, ich würde sagen, haut da rein, macht's gut und ciao.